Hallo und herzlich willkommen zu einem lauten Spiel. Es ist Course. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich werde das, ich denke, noch ein bisschen runterregeln in der, ja, Musik. So, hallo. Willkommen. Ich werde das noch ein bisschen runterregeln in der, beim Schneiden. Einmal so ein bisschen. Ah, so. So ist, glaube ich, ganz gut, ne? So hört man mich, glaube ich, besser. Hallo und herzlich willkommen zu Chorfs oder Corfs. Zu dem Game. Ich werde mal ein bisschen jetzt hier alles nochmal runterregeln, damit man ein bisschen hier besser den ganzen Kram mich besser versteht. So, Sprachlautstärke lassen wir ein bisschen höher. Machen wir mal so auf 85, dann passt das. So, also nochmal, herzlich willkommen zu Chorfs oder Corfs. Ganz, ganz lieben Dank an Deep Silver und ganz, ganz lieben Dank auch an die Entwickler, an die Publisher, dass ich den Key bekommen habe für die PlayStation. Es tut mir leid. Ich weiß, vielleicht versteht ihr auch gar nicht, was ich hier sage, aber es tut mir leid, dass ich es nicht eher geschafft habe, ein Video davon rauszuhauen. Ich denke mal, es wären so 3 Folgen, weil es wird eher so ein Anspiel, weil ich werde davon kein Let's Play machen, aber halt so anspielen, um euch so ein bisschen das Spiel vorzustellen. Ich fand es sehr interessant. Ja, ist ein Weltraumspiel, nur schon mal vorab. Und ganz, ganz lieben Dank, wie gesagt, an Deep Silver. Es tut mir leid, dass ich es nicht vorher geschafft habe. Was wollte ich sagen? Dass ich mit der Aufnahme nicht vorher geschafft habe und alles. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse drum, denn ich war im Umzugsstress. Ich konnte nicht streamen, ich konnte nicht aufnehmen, etc. pp. Und deswegen kam ich noch nicht dazu und deswegen hole ich das jetzt alles nach. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich drücke ein neues Spiel und mache einmal Mittelheimkino, Sprache Deutsch. Und dann würde ich sagen, geht's los. I'm Nara. I wanted peace and safety for people. I wanted chorus, eternal harmony for everyone. Taught by the great prophet himself, I saw him as the father I never had. He was kind. A healer helping the sick, and a true guiding light for us all. I became his best pilot, his executioner. My talents and those of other elders were revealed. He taught us to tap into the ether and unleash gifts that lay suppressed inside us. The same powers the menacing faceless harness from inside their void. Nothing was able to stop the power of the circle. Nothing was able to stop me. But then he changed. Something happened, and suddenly no sacrifice was too much. Nimica Prime. A rebellious world refused the harmonious doctrine of Chorus. An order was given, one which every elder must follow, even if they disagreed. Destroy that planet now. I hesitated. You can refuse, Elder. But I didn't. I gathered all my anger. And billions died. I heard them scream. That day, I left the circle, turned my ship towards the rift, ready to stop it or die. Keisha died first. Urum soon followed. Awan, my brother in chorus, was hit. So I left him behind. I left them all behind. And I fled. Enough, Nara.
to test that access code. Transmitting. Now. You only have a few seconds to get inside before the security system re-engages. Good hunting. I'm a force in the shadows. You, how are you doing in there? Relax. I'll bring your AR-1 back. Just bring yourself back. Hui. Some Neju power cells for the Enclave. Darf ich mal was sagen? Hui, was für ein Auftakt. Und damit herzlich willkommen nochmal zu Corvs. Ist es noch ein bisschen zu laut, würde ich jetzt mal behaupten. Ein klein wenig würde ich das noch ein bisschen runterdrehen. Ich würde jetzt mal so ein bisschen so auf, ja, ich mach mal so 55. Ansonsten kann ich das ja immer noch nachträglich dann in der Aufnahme noch mal ein bisschen nachregeln. So, das ist unser Schiffchen und holy shit, ist das ein grafisch geiles Game. Wir spielen übrigens die PS4-Version. Und was für ein Auftakt das war. Ach du heiliger Strohsack. Ich spiele mit dem Controller, ganz klar, natürlich. PS4 halt. So, dann gucken wir mal. A raid. Someone sold them out to the cult. They massacred everyone, even the kids. A circle cleansing doctrine. Wie cool das aussieht, alter Schwede. So drücke R3, um und hier um das Schiff anzupassen. Never found out. Heißt? Ach so, wenn ich irgendwie seitlich. Oh, wollte ich gar nicht. Also mit dem linken Stick nach boost ich nach vorne. Mit dem rechten Stick kann ich mich quasi so steuern. Und ich kann mich so drehen. Wahrscheinlich zur Abwehr nachher. So, drücke X, um Naras Ritual der Sinne einzusetzen. Setze das Ritual der Sinne ein, um für die Mission wichtige Objekte in der Umgebung hervorzuheben. Ah, das ist ja nice. Also wie so ein kleiner Puls, der uns alles anzeigt. Das ist natürlich sehr schön. So, da haben wir doch schon mal was. You really are one of a kind now. 4 Energiezellen. How did you find that? I'm heading deeper, Sev. They must never know about my... Tutorial. Zum Einsatz von Ritualen ist Energie erforderlich. Die Energieleiste zeigt dir an, wie viel Energie du derzeit hast. Sammel Fragmente ein, um deine Energie zu verbessern. Okay. So, wo ist die letzte Energiezelle? Da hinten. Dann wollen wir mal hin. Achso, mit dem Rechtsstick, wenn ich ihn reindrücke, quasi wird das Bild wieder gerade oder beziehungsweise das Schiff wieder gerade zum Ausrichten. Das ist natürlich ganz cool. So. Wir sind jetzt drin. Ich bin gespannt, wie das außen aussieht, wenn wir wieder rauskommen. Ich hoffe, wir kommen raus. So, ich gebe mal ein bisschen Stoff hier. Ich lasse mich jetzt erstmal auf das Tutorial komplett ein. Wie gesagt, ich werde jetzt, das wird so ein Let's Try werden, ne, um auszuprobieren, wie es ist. Und dann werden wir mal gucken. Wie gesagt, ich schätze mal so 3-4 Folgen wären es, mehr wird es nicht. Nur um euch erstmal einen kleinen Einblick zu gewinnen. Kontakt. Ui, Geschützturm. Überlegene Schussweite, stationär, okay. Gut, dann wollen wir mal. Wie schieße ich? Habe ich ja gerade schon. So, nice. Noch ein Geschützturm irgendwo? Zerstöre die Geschütztürme. Ah, da unten. Nice shooting. But the section is under lockdown. I'll find a way. Or make one. Okay, Energiezellen. I can sense the barrier field's energy flow. Da ist auch noch irgendwas. Ah, ein Geschütztürm, glaube ich, ne, oder? Nee. Huch, habe ich mich verguckt. So, jetzt muss ich mich ein bisschen orientieren. Da ist eine Energiezelle. Good. No power, no barrier field. Da oben ist irgendwas. Credits, 175. Credits? Mhm. Might buy me a nice upgrade at the Enclave. Ein neues Upgrade, okay. Die Frage ist jetzt gerade, wo finde ich denn... Da ist eine Energiezelle, wie komme ich denn da hin? Warte mal, ich fliege mal da hinten hin.
Komme ich hier rein? Jo. Hui. Oh. Okay, nice. Das hat gut funktioniert. Tutorial. Benutze häufig deine Rituale. Setze deine Ausrüstung ein und interagiere mit der Welt, um die Beherrschung zu verbessern. Höhere Beherrschungsstufen geben dir mächtige Boni. Okay. Gut zu wissen. Ah, und hier ist die letzte Zelle. Alles klar. Lockdown lifted. You're amazing. Dankeschön. Plündere das. Wir haben irgendwelche Stimmen im Kopf, ne? So ein bisschen so. Ja, weiß doch nicht, wie ich es sagen soll. So ein bisschen, wer mit uns redet. Wir sind ja geflohen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann das jetzt anknüpft. Nach dem Intro. Holy shit. An incredible size. I built her big. Yes. Big and slow. The perfect circle target. Okay, wir haben hier einiges. I still have space for more power cells. Okay, wir haben Energiezellen. Are you okay, Nara? It's nothing, Sav. Just Memories. Okay, wir haben Erinnerungen. Das haben wir mir schon gedacht. So, setze deinen Boost ein, um feindliches Feuer auszuweichen und größere Schauplätze zu entkunden. Behalte dabei immer deine Umgebung im Auge. L2. Ah, cool. So, the Artok. It transported jump gates. Yes. Crossed space the old way. Yeah. Engineers, pioneers, their families. All looking for a new beginning. Long journey just to die. Lange Reise, okay. Oh, da unten ist ein. Okay, ich werde beschossen, glaube ich. Ja, ich werde beschossen. Ich muss jetzt mal gucken, wo. Ah, da hinten. Retrieved almost all the cells. Yeah, good. Sav, you okay? I knew what had happened here, but see. Okay. Oh, da oben irgendwo. Those people, the dreams, plans, all dead. I know. It's cult work. So, dann wollen wir dir mal richtig Zunder geben. So. Da ist eine Zelle, da wollen wir mal hin. Oben rechts ist, glaube ich, Leben und Schild. Wenn ich das richtig sehe. Hier sind aber noch mehr Sachen, ne? Da hinten ist auch noch was. Da sind doch noch mehr Zellen, oder? Oder sind die einfach. Sav, all power cells collected. They're all dead. Their blood is not on your hands. It's on the cult leaders. Okay, die waren, glaube ich, mehr verteilt einfach nur. You're right. Gibt's hier sonst noch was zu entdecken? Get out of there. Come home, Nara. Moment, da ist doch noch was. Warte mal. Warte mal, was ist das hier? Okay, alles klar. Ich habe gefragt und habe die Antwort direkt bekommen. Ah, ein bisschen Action wollen wir ja schon sehen, oder? Warum ist das grün? Ich weiß nicht, was bringt, aber ich knall die einfach mal ab. Vielleicht kriegen wir ja dadurch irgendwas. So, wo müssen wir hin? Da. Alles klar. Ich könnte mir vorstellen, dass hier irgendwas versteckt ist sogar, aber ich bin mir nicht sicher. Naja, schauen wir mal. So. Dann düsen wir mal. Fliege immer so schnell wie möglich, damit feindliche Schütze dich häufiger verfehlen. Heavy contact. Engaging boost. Oh fuck. I have company, Sav. Pirate Crow. Piratencrow. Greift auf in Gruppen an. Schwacher Rumpf. Okay, wissen wir Bescheid. Let's go. Okay, Scavenger. Hand over your cargo and maybe we'll let you go. Okay.
Das geht aber ganz schön zur Sache hier, alter Schwede. Hab ich den? Hab ich den nicht? Weiß ich nicht. Jawohl, da stürzt ab. Rest in peace. Rest in peace, genau. I'm in the clear. They're dead now. It was their choice. I didn't want them to follow me to the enclave. So, hier ist noch irgendwas zum Sammeln. It was the right call. Credits, cool. Strong resonances here. Setze das Ritual Sinn ein, um Erinnerungen zu entdecken. Ereignisse aus der Vergangenheit, okay, aufzuspüren. Okay. Was ist das da unten? Ist das ein Update? Sind das wieder Credits? Die nehme ich mit. Natürlich. Credits nehme ich alle mit. Und die Erinnerung natürlich, wenn wir schon dabei sind. Sonst aber nichts, ne? Nee, okay. Gut. Dann würde ich sagen, düsen wir mal zurück. Ganz cool, muss ich sagen, bisher. Gefällt mir sehr gut. Macht echt Spaß. Ich glaube, ich werde nie wieder zurückkommen. Vielleicht kann ich noch etwas fühlen. Ich werde dieses Graveyard vermissen. Kehre zur Enklave zurück, das machen wir doch. So. Ich denke, das wird jetzt das Tutorial gewesen sein. Klingt spannend, ne? Ui, ach du Heiliger. Sir, the cargo is secured and all power cells stable. I'm heading back to the enclave. Okay. Good job, Nara. Ach du Heiliger Schrosser. Thank you. 11 Kilometer, was zur Hölle? Drücke L3, um dein Sublichtantrieb zu starten und riesige Entfernung zurückzulegen. Good. The sublight drive still works. Cool. Nara, I was thinking. All these years, I've never seen you afraid of anything. Wie bremse ich denn? Also, precise, deadly. You could earn a fortune anywhere else. I'm not leaving Stega. Good. But things here might change. Cool. You're expecting trouble? Just come over and we'll talk. I'll see about that. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Wie cool das aus, holy shit. Und im Übrigen, hingegen zu anderen Weltraumspielen, hier kann man nicht aussteigen. Ne? Obwohl ich das schon immer cool finde, wenn man so aussteigen kann, so eine Station besuchen kann und so alles. Und aber das ist auch echt geil, muss ich sagen. Das ist echt cool. Scavenger Nara? I could use some aber natürlich. Understood. Ich komme. Hilfe? Optional, triff dich mit Azan. Das machen wir doch mal. Die ist da unten. Die braucht angeblich unsere Hilfe. Das scheint ein größeres Schiff zu sein. Nara, you came. I'm listening. It's a quick delivery, but I'd feel safer if someone like you could watch my back and handle things. Sounds like trouble. I'll pay you. Klar helfen wir Azan, natürlich. All right. Klar. Where to? Sandwich Outpost. It's not that far. Okay. Müssen wir jetzt quasi Unterstützung geben? Wie cool. Azan. Didn't you work at the Enclave? Yeah. I fixed that ship of yours a few times. But I left after I... Well. I still owe Sav. I've got my own workshop now. Business is good, but... I lost some credits. Ah, the damn game was rigged. And now you owe the pirates. But I'll pay them right after this delivery. Mm-hmm. I see. While piling up new debts. Während du neue Schulden machst. Also irgendwie, unsere innere Stimme ist nicht gut, zu uns zu sprechen, glaube ich. Ah, wie cool das ist, bitte. Das hier unten sieht aus wie so eine Autobahn. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so gut auch aussieht und alles. We're und here. Krass. Drop off my goods fast.
Bazan! Finally found you. I have your credits. Almost. I just need to... That story's growing old. Hey now, or... Nara, can you... maybe... Was denn? Schulden begleichen? Hilferuf ignorieren? Klar. Natürlich, komm. Okay. I'll cover your debt. Fine with me. We'll see you, Azan. You're always welcome to join us for another game. Thanks, Nara. You owe me now. I know. My cargo's still at the Enclave. It's yours. Okay. Follow me. Okay. Aber natürlich. Krass. Also gefällt mir schon richtig, richtig gut, muss ich sagen. Echt cool gemacht. So, dann düsen wir mal. Beschleunigungstore. Okay, heißt. Huch, hui! Ach du Heiliger! Ach so, damit kommt man dann auch. Ach so, ich verstehe. Ah, weitere Entfernungen. Das ist natürlich nice. Schauplatz entdeckt, die Enklave. We made it. Here, it's what you covered. Plus my cut from the delivery job. Okay, nice. 375 Credits. Thanks. Schulden beglichen. If I repay Sav, I might get my old job back. Maybe. If he decides to trust you again. So, nähere dich der Hangarbucht. Wie cool das bitte aussieht. Das ist ja unfassbar. Sav, I'm coming in. Your Naju power cells are all safe. And your landing bay is ready. Okay, da hinten ist unser Landing Bay. Ich würde sagen, wir landen aber tatsächlich erst in der nächsten Folge. Und schauen uns dann mal an, was es dort noch zu entdecken gibt in dem Game. In Course. Course, so. Und ja, vielen Dank erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns bis demnächst in Folge 2. Macht's gut, tschüss.